Ja, hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen noch einmal zurück zu Crash Bandicoot Insane Trilogy auf der PlayStation 5. Ja, dieses coole Spielchen, ja, das uns ja genug sekiert hat, muss ich ja beinahe sagen, aber wir haben es ja geschafft, Gott sei Dank, endlich haben wir es durch. Und ja, uns erwartet noch ein einziges letztes Level, ja, eine Art Bonus-Level, eine Art Zusatz-Level, DLC-Level würde ich nicht gerade sagen. Viele behaupten oder sagen ja sogar, das sind Meinungen aus dem Internet, dass es so eine Art Trash-Abfallprodukt hier des Ganzen sein sollte. Ein Level, das es nicht ins Hauptspiel geschafft hat. Ja. Man es aber trotzdem hier als so eine Art Bonus-Level im Spiel ließ. Und ja, mein Gott, soll sich jeder selber ein Bild machen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall mal anspielen. Ich sage bewusst anspielen, denn es soll meiner Meinung nach eines der schwersten überhaupt sein. Was nämlich sehr interessant ist, viele haben auch gesagt, dass das Level, das Lab, ja, das Labor-Level, für viele eines der allerschwersten war. Ich war mir jetzt gar nicht so extrem blöd angestellt, glaube ich. Ich meine, ich bin schon oft genug gestorben, aber da war, weiß nicht, wir haben jetzt persönlich eigentlich gar nicht so schwer vorgekommen. Aber egal, ja, einer tut sich vielleicht da leichter, einer tut sich vielleicht da leichter, aber egal. Jedenfalls soll hier dieses Stormy Ascent Level mega sein, ja. Ich hab's, muss ich ehrlich sagen, so ehrlich bin ich, schon ein bisschen probiert und trainiert und geübt, dass ich nicht komplett dämlich dastehe, weil sonst brauchen wir wahrscheinlich wieder 10 Parts, bis ich überhaupt einmal, weiß ich nicht, zur Hälfte des Levels komme. Aber ich habe dann wirklich vielleicht 5, 6, 7 Minuten gespielt und dann habe ich abgebrochen, weil ich will mich jetzt komplett spoilern und wir schauen einfach einmal, wie weit ich dann komme. Jo, so viel mal dazu. Wie gesagt, das ist nur mal ein Bonus, eine Draufgabe. Und jo, wir stürzen uns jetzt einmal rein und schauen wir mal, ich will so halbe Stunde, dreiviertel Stunde machen. Und ich habe dann nämlich noch zusätzlich, das habe ich mir schon vorbereitet, von einem sehr, sehr guten Let's Player dieses Level noch einmal von YouTube runtergeladen auf meinen Rechner. Und das könnte ich dann mit meinem Video hier dann kombinieren, im Anschluss dann noch zusammenschnipseln und dann hätten wir dann noch zumindest das Ende des Levels dann, weil ich werde sicher nicht bis zum Ende schaffen, dann sehen wir, wie weit das geht und wie es dann bis ins Ziel aussieht. Genau, aber ja, ich schaue einfach einmal, wie weit ich komme. Bis ganz ins Ziel definitiv nicht. Und ja, also hier war es so, das war noch einfach. Da muss man einfach nur warten, bis die Stufen wieder, das war jetzt zu schnell gespielt. Normalerweise sollte man hier warten, bis dieser verrückte Professor geschossen hat. Dann schnell hier rauf und dann habt ihr gesehen, bam, einfach, ja. Sondern geht es hier weiter, ist dann da rauf gegangen, auch hier wieder kurz abwarten und den richtigen Moment dann raufspringen. So, hier auch alles ein bisschen Timing-Geschichte. Auch hier, da muss man jetzt sehr schnell sein, da muss man im Vorhinein schon springen und jetzt in etwa und dann schnell hier rauf und seht ihr, da muss man wirklich schnell sein, weil eine Millisekunde, oder eine Millisekunde ist ein bisschen übertrieben, eine halbe, viertelhalbe Sekunde langsamer und man schafft diesen Sprung nicht. So, dann können wir bis hier raufstellen. Dann hier ist eigentlich nicht so schwer, da muss man nur kurz rauf und dann hier rauf. Hier diese Stacheln, was ihr seht, da diese metallenen, ja, Sternstacheln da. Wenn man da drauf fällt, ja, dann kostet es einem ein Leben, beziehungsweise man hat so eine Maske, dann ein Maskenteilchen, ja, da ist man aber zumindest dann noch nicht gleich tot. Und auch hier richtiges Timing abwarten, wenn dann die Plattform rauskommt, jetzt zum Beispiel, das weiß, seht ihr, jetzt habt ihr es gesehen, dämlich von mir. So soll es natürlich nicht gemacht werden. So, noch einmal. Wie gesagt, im richtigen Moment dann drüber springen. Da ist jetzt eh nicht so ein Problem, denn da oben sind die Stufen schon wieder durchgehend, also da, die gehen nicht weg. Da haben wir wieder ein Patscherhändchen, aber das warten wir natürlich ab. Dann geht es hier rauf. So, und hier dann noch einmal gehen auch die Stufen noch einmal weg. Da muss man auch wieder im richtigen Moment, jetzt und dann hier rüber. Also es geht alles, wenn man ein bisschen übt. So, hier bitte nicht auf ganz nach oben stellen, denn es sieht so aus, weil wenn man sich ganz oben am Rand, ganz am Rand hinstellen könnte, aber selbst da stirbt man.
Also das geht sich nicht aus, habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Also einfach abwarten, bis der Schuss war und dann rüber und tschack. So, und dann sind wir schon hier oben beim ersten Checkpoint, dann bald. Da haben wir vorher noch hier diese Kleinigkeit. Die Äpfel, die sparen wir uns. Da noch einmal rauf. Also der Bereich bis hier nach oben, finde ich, ist nicht so mega schwer. Aber dann wird's mega, ja. Also hier ganz wichtig, der Checkpoint. Und jetzt schon mein erstes Problemchen, wo ich oft gestorben bin, hier bei diesem Sprung, ja. Weil das geht relativ schnell hin und her, diese Plattform. Da muss man eben, wenn es hart kommt, genau, das war jetzt besser, hier aufpassen, das kennen wir auch schon, ja. Nicht schön schauen, dass man schnell in die Mitte kommt und dann auch wieder kurz und gleich wieder antippen und sofort wieder mit X draufspringen. Nicht so lange warten, sonst geht das nach unten und man kommt nicht mehr rauf. So, muss mich wohl hersetzen. So, ich habe noch, da habe ich noch 2 Leben vom letzten Run nur mehr über, das ist nicht viel. Das ist ganz schlecht, normal hätte ich 4, also 5 eigentlich sogar. Also machen wir das Leben noch schwerer. Na, ist egal, aber ist egal. So, dann hier Batsche-Entchen, warten wir wieder einmal ab. Das soll hier nicht das Problem sein. So richtig schwer wird es dann erst. Aber wie gesagt, ich will es anspielen, nur ich will es jetzt nicht komplett fertig spielen. Hier habe ich auch lang gebraucht, wie ich das am besten mache. Dabei ist das eigentlich überhaupt nicht schwer. Ihr seht, die Stufen sind dann relativ lang oben. Und wenn es dann oben sind, dann springe ich mal rauf und bleib kurz drauf stehen. Nämlich jetzt. Und jetzt warte ich und springe gleich auf diesen hier drauf. Und jetzt im Retour gehen, springe ich hier ins Leere. Und bin tot. So wollte ich es nicht. Ne? So, noch einmal das Ganze. Aber das ist nochmal wirklich nicht schwer, diese Stelle da vorne. So. Ja, das geht jetzt schon ein bisschen besser. Da habe ich mich früher auch immer, oh Gott. Ich sagte, ich habe es ja, das habe ich schon gespielt ein paar Mal. Also, was heißt ein paar Mal? Ich glaube, ich habe mich 2 Stunden ungefähr befasst damit. Und bin nicht weiter gekommen, als wie ich vorher sagte, ungefähr, das ist was, ungefähr die Hälfte des Levels, ich glaube, viel weiter war es gar nicht. Okay, aber egal, sei es wie es sei. Ich wollte es dann auch nicht durchspielen komplett, indem ich mir es ansehe, also nicht spielen, dass ich mir es ansehe auf YouTube. Ich wollte mich nicht spoilern, ich habe nur ein Video runtergeladen und wie gesagt, soll es dann wirklich ins Desaströse enden, dann... dann werde ich das dann gleich hinten anhängen. Aber ich meine, werden wir sowieso machen. Ich spiele jetzt einfach einmal, soweit es geht. Aber ich werde sowieso jetzt gleich abdanken, weil mit einem Leben, da springe ich nicht mehr weit. Da springe ich definitiv nicht mehr weit. So, dann warten wir hier. So, jetzt springen wir hier drauf. Und jetzt sollte das im Retour gehen. Genau, so wollte ich es ja vorher gar nicht machen. Da war irgendwie die Plattform nicht da. So, dann hier habe ich auch lange überlegen müssen, wie ich das am besten mache. Und da sieht man, der wirft sein Elixier immer auf diese Plattform, aber sie trifft ihn immer nur jedes zweite Mal. Seht ihr? Und beim zweiten Mal nicht. Jetzt wieder, beim zweiten Mal nicht. Und genau in diesem Zeitraum muss ich da drüber springen. Natürlich ein bisschen früher. Also jetzt. Und gleich drüber. Seht ihr? Schaut wilder aus, ist überhaupt nicht schwer. So, das war der zweite Professor. Und dann da unten irgendwo ist ein dritter Professor und so weit bin ich noch nicht gekommen, weil da unten war ein Sprung, den habe ich nie geschafft. Ich habe nur gesehen, dass da drüben dann ein Professor war und so lang habe ich dann eigentlich, müsst ihr euch vorstellen, gebraucht, bis ich dorthin komme. Ne? Das ist eh ein Wahnsinn eigentlich. Ne? So, das ist ein bisschen leichter, denn diese bewegen sich ein bisschen langsamer und auch im auf Zubewegen dann einfach rüberspringen. So, hier jetzt dann. Im richtigen Moment auf den oberen springen, da was dann zurückkommt. Zeige es euch gleich. Jetzt. Dann hier rüber. Da kann man sich jetzt Zeit lassen. Dann springe ich nochmal auf den drauf. Und dann gemütlich rüber. So, und dann haben wir hier 2 oder 3 Vögel. Ich glaube 2 sind es. Da wieder mit langem, hohen Sprung drüber. So, und jetzt auch hier. Sieht schwerer aus, als es wirklich ist. Ich muss mich auch nur auf die erste Stufe stellen. Die bleiben auch als Randall heraus und dann habe ich Zeit genug, dass ich das gut timen kann mit der Plattform. So, jetzt und ich warte noch einmal ab und jetzt springe ich drauf. Seht ihr? Ist jetzt nicht wirklich. Und damals wie den nächsten Checkpoint. Allerdings, wie gesagt, ich habe nur mein Leben, das ist sehr schade. Aber ich habe eine Maske und die brauche ich dann auch für da unten. Ich hoffe, ich komme so weit. Und jetzt, alles nur Timing-Geschichten wieder hier. So, und hier kann man stehen bleiben. Bitte hier nicht gleich weiterlaufen. Denn man kann hier stehen bleiben
und auch wieder abwarten, bis der sein Wurfgeschoss geschossen hat. Und dann im richtigen Moment jetzt. Und jetzt und rüber. So, genau. Und dann kann man hier einmal runter. Es geht hier dann bei diesem komischen Grabsche-Händchen-Typen dann nach links runter. Nachdem er aber gegrapscht hat, haben wir kurz Zeit. Man kann es auch so dann einmal raufstellen und rüberspringen. Ja? Das ist nämlich gefährlich. Hier sind diese Sterne, diese Metallsterne, zacken da überall. Da muss man dann im richtigen Moment, Nase juckt schon wieder, muss man dann springen. Also wenn es kommt, ein paar Stufen runter und dann drüber springen gleich. Jetzt und springen. Genau. Hier holen wir uns die Äpfel. Und dann da vorne ist dann schon der Punkt, glaube ich, wo ich dann bald immer gestorben bin. Wahnsinn, ich habe kein einziges Leben noch verloren. Oh ja, eines. So, da können wir eines runtergehen. Warte noch einmal ab. So, jetzt und Sprung. Genau, und da hier noch einmal. Und jetzt und Sprung. Genau, und da jetzt, und da stirbt man so und so. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, dass ich über diesen Stachel da unten drüber gekommen bin. Allerdings ist es egal, weil ich habe eher eine Maske. Also da kann ich jetzt weiter dreimal sterben. Jetzt. Ah, jetzt geht es sich sogar aus. Wahnsinn. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Obwohl es da egal ist, weil wenn es drunter fällt, hilft die ganze Maske auch nichts. So, da muss ich jetzt schauen. Den ersten und den zweiten Sprung habe ich noch geschafft und beim dritten bin ich immer kläglich gescheitert. So, da warte ich mal, bis wieder, das geht relativ lange heraus, bleibt relativ lange heraus. Darum habe ich so lange Zeit im Normalfall, wollte ich gerade sagen. Ah, das war jetzt dumm wieder von mir. So, jetzt habe ich mein letztes. Okay, eines habe ich noch. Warum habe ich noch eines? Ja, egal. Ja, aber wie gesagt, es ist mega schwer. Und wie gesagt, ich schaffe es bis zum Ende gar nicht, sowieso nicht. Ich werde es dann auch sehen anhand dieses diesen Clips von dem anderen Typen da, dass es schon dann noch ein ordentliches Stück geht. Und so weit schon. Ah, naja, jetzt mache ich die. Ah, okay, das war jetzt. Jetzt habe ich da, okay, eine Abkürzung irgendwie gemacht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Na, das ist auch lustig. Das ist mir auch noch nicht passiert, sowas. Okay, na dann. Das war jetzt lustig. Vielleicht kann man da theoretisch eh gleich irgendwo noch runter oder gibt es da irgendwelche Speedrun-Taktiken? Ich habe keine Ahnung. So, dann hier und Sprung. Genau, sind wir halt schon wieder da. Ist auch nicht schlecht. So, und Sprung. Und hier vielleicht schaffen wir es noch einmal wie vorher. Na, jetzt nicht, aber egal. So, ich sag, bei diesem Sprung hilft uns das so und so nicht. Jetzt muss ich schauen, dass wir da irgendwie wieder raufkommen. Ich warte noch einmal ab. So, und jetzt. Das geht wieder nicht aus, ne? Oh ja, doch, war zwar knapp. So, und hier im Retour gehen jetzt, dagegen springen, genau. Und dieser Sprung ist auch mega schwer. Also, und das ist immer der, den Walter, wo ich immer gescheitert bin. Und da vorne wäre dann schon der Professor. Ja, seht ihr, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich sterbe hier immer. Ja, mein letztes Leben. Es ist eh wie gesagt. Normal hätte ich um zwei mehr noch zu diesem Zeitpunkt. Jetzt habe ich nicht geschaut. Ah, und na, schon wieder nicht. Ja, aber ich sehe besser so. So, ich habe 13 Minuten. Also ihr seht, wie schwer es hier ist. Ich werde es noch einmal probieren. Einen Run werde ich noch schaffen. Versuchen. Und dann, ja, schauen wir uns den Rest einfach von diesen Typen an. Und ich mache da einen Part draus. Weil das ist wirklich ein Wahnsinn, sonst ist das eine Tortur. Und das will ich mir nicht mehr antun, das brauche ich nicht. Ich habe das Hauptspiel durch. Da kann eh nichts passieren. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie es richtig gemacht wird. Also einfach hier abwarten kurz und jetzt drauf. Und jetzt hat man alle Zeit der Welt, genau. So, jetzt habe ich wieder 5 Leben, ja. Wie gesagt, ich mache mir das Leben selber schwer. So, dann hier wieder muss man ganz schnell sein und rauf und ja, genau. Also schon schon wegspringen, wenn die Plattform noch nicht einmal da ist. Hup. Ja, das war besser. Und da vorne, wie gesagt, dann ab diesem Sprung, dann da ist sowieso Neuland für mich. Weiter habe ich noch nie gespielt, habe ich es noch nie selber gespielt. Aber wie gesagt, das haben die ganzen Spieler alle auch gesagt, das ist wirklich
mitunter das schwierigste Level überhaupt. So, hier wie gesagt aufbauen, nicht ganz nach oben. Und jetzt. Gut, dann sind wir gleich wieder oben beim ersten Checkpoint. Die Äpfel, ja, wer will, kann sich's holen. Egal. So, dann haben wir es gleich einmal da oben. Zumindest dann einmal den ersten Checkpoint erreicht. Vor diesem schweren Sprung. Ich habe wieder ein schlechtes Gefühl. Ja, Glück gehabt, okay. Und lieber einmal warten, wenn man auf einer sicheren Position steht. Lieber kurz einmal durchschnaufen, nicht gleich weiter. Nehmt euch die Zeit. Ich nehme es auch, aber es bringt auch nichts. Es bringt trotzdem nichts. Okay, gut. Wir probieren es trotzdem noch einmal, wie gesagt. Schwupp, genau. So, hier kurz ein paar Patschehändchen wieder abwarten. Na komm, na komm. Na wo, wo ist denn das Patschehändchen? Na wo ist denn? So, jawohl, beruhig dich wieder. Gut, da haben wir gesagt, da warten wir wieder, bis die Stufe kommt. Jetzt und darauf. Und jetzt im Zurückfahren darauf springen, genau. Ja, bis hierher, es geht halbwegs, wie gesagt. Wenn man es dann einmal weiß, geht schon. Hier wieder bei jedem zweiten Mal. Und jetzt. Boah, das war knapp. Wow, da hatte ich jetzt sehr viel Glück. Okay, zweite war das schon. So, dann jetzt springen. Da geht es wieder etwas leichter, weil die bewegen sich nicht so schnell. Okay. So, und dann jetzt da nach oben. Warten wir noch einmal lieber. Ah, ist auch noch zu hoch. Ah, das ist jetzt blöder. Ah, das ist wieder... Ich muss ein besseres Timing finden. Jetzt kannst du sowas... Ja, jetzt geht es sich besser aus. Was? Das war jetzt dumm. Wo war ich jetzt irgendwie? Komplett falsch. Das war dämlich. Da habe ich jetzt ein blödes Timing gehabt. Das ging schon besser. Das ging schon besser. Okay. So geht sich das. Machen wir es so. Na, was mache ich denn jetzt für Fehler? Oi, das war jetzt ganz dumm. Na schau, jetzt verhaue ich mir's da, ne? Und das ist das mega schwere, aber es war schon am Anfang. Von Anfang an in diesem Spiel. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja genau. Und jetzt mache ich Fehler, jetzt will ich schnell machen. Okay, dann sehe ich diesen Run wieder als. Na, brauche ich gar nicht erst. Ich bring mich um. Ich bring mich kurz noch einmal um und probiere es noch einmal. Das war jetzt gar nichts. Okay, dann machen wir noch einen. Aller guten Dinge sind drei. Boah, da ist es heiß bei uns heute in Real Life. Wahnsinn, wir haben 30 Grad und das im Mitte, Ende Mai. Das ist schlimm. Boah, soll ein mega Sommer kommen. Laut Prognosen. Lass uns überraschen. Okay, na dann probieren wir es noch einmal. Ah, das war jetzt dumm von mir. Ja, ist wieder nicht, aber wie gesagt, man hat es dann schon so intus. Ist automatisiert dann schon mit der Zeit. Wenn man es 100 Mal spielt, das selber immer wieder. Bin eigentlich eh krank, ne? So, und jetzt schon springen. Ja, also, oh Gott, ich gebe es auf, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Ich will es zumindest bis zu dem Professor schaffen, ne? Da wäre ich eh schon fast gewesen. Und ab da dann habe ich das andere Video dann. Und jetzt. Boah, das ist wirklich, da muss man so schnell sein. Und hopp. Ah, das war jetzt blödes Timing. Ja, okay. So, mach Patschehändchen. 20 Minuten haben wir. So. Hier kann man gleich zwei Stufen auf einmal nehmen. So, das geht ja alles schon halbwegs.
So. Dass ich da so dämlich jetzt gestorben bin, eigentlich bei einem Bereich, wo ich ja normal überhaupt nie Probleme hatte. Unvorstellbar. Okay, so, auf ein neues. Jetzt kommen die schweren Bereiche. Jetzt. Oh, wow. Wie schnell das ist, ne? So, immer schauen, auf die Mitte kommen. Und gleich wieder springen. So. Da könnte man sich ganz raufstellen auch. Ich glaube, so weit geht die Hand dann auch. Jetzt ist zwar sehr lang, der Arm. Aber so, jetzt komm. Auf diesen ersten gleich drauf. Und im Retour gehen. Es ist schlimm, oder? Jetzt schaffe ich nicht mal mehr das. Was ist da los? Was ist da los? Okay. Hopp. Ich gehe gleich drüber, ist egal. So, jetzt bitte. Das kann es doch nicht sein, ne? So, da drauf. Nach vor und im Retour gehen. Ja, ich habe eine Sekunde länger warten, okay. Dann geht's besser. So, jetzt du. Und jetzt. Nächster Checkpoint. Na, boah, das war knapp. So. Jetzt. Wieder nicht. Das darf nicht wahr sein mehr, oder? Ich glaube, ich gebe es jetzt wirklich auf. Das gibt's nicht. Das gibt's wirklich nicht. Nicht. So, da jetzt. Aber das war doch nie so schwer. Ich weiß nicht, oder stelle ich mich schon wieder an wie der erste Mensch? Wahrscheinlich. So. Gut, jetzt kommt das. Da, wie gesagt, haben Mama gesagt, auf die erste Stufe stellen. Yep, und jetzt. Nächster Checkpoint. So, noch drei. So, bitte da stehen bleiben, nicht weiterlaufen, weil sonst läuft es genau in das Elixier rein. Jetzt und jetzt. So, dann ja. Okay. Ja, einfach runterlaufen und dann wegspringen, das ist, habe ich mir schon, war schon schwerer für mich. Habe ich mich schon blöd angestellt. Ja, wie gesagt, der ist am schwersten, den letzten Sprung, dass man da ohne Kontakt drüber kommt. So, jetzt. Und jupp. Und im Gegendruck jetzt. So, und den habe ich, den schaffe ich nicht. Ich schaffe ihn nicht. Wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Ein bisschen früher. Jetzt. Ah, okay, jetzt ist. Oh. Bitte sag's. Und ja, okay, zumindest da mal. Genau, und jetzt kommt, jetzt kann ich mir mindestens einmal 3 Leben holen. Theoretisch kann man sich 5 Leben holen. Und man kann es, wenn man sehr gut ist, sich alle Kisten holen. Und das ist der schwerste Level im Level, finde ich, vom kompletten Spiel. Es ist einfach nur krank. Ja. Funktionieren tut so. Hier mal das erste, sonst kommt man nicht mehr hin. Das muss man sich gleich holen, weil dann kommt man nicht mehr zurück. Und jetzt hier runter springen ist der Tod. Sondern man muss hier rüberspringen und warten bis auf die letzte Sekunde. Und jetzt, seht ihr, dann geht sich das aus. Dann wird dieser Block hier dann fest, fix und dann kommt man daher. Zu früh springen geht das ja nicht aus.
zu spät explodiert man. So, dann kann man hier rüber. Und jetzt können wir mit einem beherzten Sprung und jetzt hier rüber. Seht ihr? Und jetzt muss ich schnell hier rüber. Genau. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit. Ich habe es noch nie geschafft. Man muss da rüberspringen und da oben die obere Obstkiste zerstören. Dann fallen die Kisten ein bisschen weiter runter. Und dann kann man dann hier rüber über das eine, über das andere TNT da oben hin. Und da sind noch zwei Leben. Ja? Wären, aber die hole ich mir nicht, weil ich dann nicht schaffe. Weil ich da immer dann runterfalle und dann könnte man davor und da oben gäbe es noch zwei Leben. Ich schaue mal überhaupt, dass ich das so schaffe. Und durch das, dass ich das jetzt zerstört habe, sehe, habe ich hier diese springenden Kisten hier aktiviert. Schwupp. Und da kann man dann schon, ja, wie gesagt, ich habe es noch nie geschafft, das ist krank. Ihr werdet es dann eh sehen bei dem einen Typ dann, wie es der macht. Unvorstellbar. Also, und selbst gute Spieler brauchen da Stunden. Okay, wir haben 7 Leben jetzt. Und jetzt können wir es noch probieren. Und ab jetzt ist für mich eigentlich alles hier Neuland. Und jetzt kann ich noch schauen. Das passt eh gut, wir haben gleich die halbe Stunde. Ich werde jetzt eh kläglich scheitern, denn ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Und es soll jetzt schon noch ein Stückerl gehen. Es soll noch ein Stückerl gehen und ja. Da ist einmal ein Checkpoint, das ist sehr gut. Das heißt, wir brauchen den blöden Sprung davon vorher nicht mehr machen. So, was da jetzt? Ich springe mal. Ich werde mal schauen, ob. So. Was ist da jetzt? Okay, aber der schmeißt es auch wieder, glaube ich, nur auf jedes zweite immer, oder? Ja, okay. Schaut so aus. Ja, und da jetzt nicht. Da jetzt wieder. Okay, dann springe ich jetzt drauf. Okay, das war mal gut. Gut, und jetzt? Jetzt geht's da rauf. Was ist da drüben? Ist da auch was? So, warten wir mal ab. Ich mach's jetzt ganz vorsichtig, weil und langsam mit Bedacht. Also mit Bedacht ist gut gesagt. Wo muss ich da jetzt hin? Kann ich da jetzt auf den raufspringen da? So, wo geht's da hin? Kann ich da. Boah! Okay, aber ich kann da rauf, oder? Den bringt mich der nach oben ganz. Kann ich da? Ah, wieder nicht. Wo muss ich hin? So, wo geht's da hin? Ah, wieso schaffe ich den Sprung da nicht drauf? Naja, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ein paar Versuche mache ich noch, wie gesagt. Aber mehr dann tue ich mir nicht an. Denn, nein, oh, das war knapp, da oben ist nämlich ein. So, bin ich wieder da, passt. Okay, dann du, da schießt er nicht drauf. Bin ich schon wieder da, okay. Maske hätte ich auch, aber ja, bringt mir die da was jetzt? Wie komme ich da rauf? Mit einem. Ah. Au! Das war jetzt aber Glück. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Da muss ich da noch mal woanders rauf? Wahrscheinlich, oder? Moment, ich probiere mal. Da immer. Ah, jetzt bin ich. Na, jetzt. Wieso nicht gleich, ne? Boah, okay. Ist da oben. Das ist wirklich ein Checkpoint, oder? Boah, das geht. Die gehen schnell raus und rein. Jetzt und. Boah. So, okay. Na, waren nur Äpfel leider. So, dann. Da jetzt schnell rauf. Versetzte Platten. Da oben wäre ein Lift, ein Aufzug. Da könnte ich mich kurz wieder entspannen. Jetzt und da muss man schnell sein. Pfiat mich Gott, Mesner. So, okay. Und jetzt? Oh mein Gott. Oh Gott, was muss ich jetzt da machen? Ich will einen Checkpoint. Ich muss mal abwarten. Jetzt. Und jetzt. Boah, Gott sei Dank. So. Was? Was? Wo? Ich sehe nichts. Muss ich da jetzt? Na, geht das ja krank, oder? Da muss man schnell sein. Na. Was? Was? Da muss ich, wie soll's denn da? Wie soll's denn das schaffen? Aber wie ist denn das eigentlich, wenn man
auf diesem Stern da fällt und stehen bleibt. Einmal und dann beim zweiten Mal, das kann man nicht stehen bleiben, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ach Gott, oh Gott, mein Gott, Walter. Wie viel habe ich noch? 5 Leben mit dem? Ja, wie gesagt, ihr seht, Knüppel hat. Wir schauen einfach. Und ja, okay, jetzt weiß ich das zumindest einmal. Und jetzt und drauf. So, jetzt da. Jetzt. Mann, oh Gott. So, hier und jetzt. Ah, jetzt kommt das erst. Jetzt und. Und jetzt. Ah, das, aber das geht komischerweise. So, jetzt kommt der Scheiß wieder. Mann, da muss man schnell sein. Das. Na, wenn ich schaffen würde, da oben vielleicht. Na, ich muss mal probieren. Na, da falle ich rum. Was? Wo bin ich? Wo? Ah, okay, B da. Mann! Ich hätte gedacht, dass ich da vielleicht dann. Aber jetzt habe ich keine. Jetzt habe ich keine Maske mehr. Na, das ist ja Wahnsinn. So schnell kann man ja gar nicht. Oh, ah. Au, oh Gott, Wahnsinn. Okay, dieser Part wird ein bisschen länger natürlich. Und wenn ich dann fertig bin, beziehungsweise tot bin, werden wir uns dann noch den Rest von diesem Pro-Game anschauen, dass wir das dann vervollständigen. So, noch einmal, Concentration. Und jetzt geht's raus. Na, nicht runter. Was? Warum fallst du runter, du Vogel? Ah. So, jetzt, komm. Und rauf. Und ich schaff nicht mehr. Ich schaff nicht mehr. So, noch einmal. Das gibt's nicht. Vorher war es besser. Vorher ist es besser gegangen. So, noch einmal. Ach Gott. So. Jetzt. Wow, das ist jetzt auch schon mittlerweile, da habe ich jetzt Glück gehabt, dass es gerade nach unten ging, der Aufzug. So, und jetzt geht er rauf. Und jetzt geht er rauf. Ja, ich meine, das geht relativ langsam, da hat man Zeit. Hallo, da kann man gerade weiter, okay. Oh Gott, oh jetzt. Na, da wär's fast aus gewesen. Da oben wär's aus gewesen. 2 Sprünge noch, ne? Das ist der Wahnsinn. 2 Sprünge noch wären's gewesen. Nur mehr 2. Naja. Da, jetzt hätte ich schon geglaubt. Aber, ja. Und dann ist er immer noch nicht aus da oben, glaube ich, ne? Hm. Ja, noch 20, 19, 18 Äpfel kriegen die Wiederleben dazu. So. Und jetzt. Okay, das geht. So, jetzt wieder noch einmal. Also das ist mitunter der schwerste Bereich für mich gerade. Da muss man so schnell sein. Jetzt. Na, aber das ist, weil ich jetzt. Weil mit der erwischt habe, jetzt bin ich falsch gesprungen. Das hat mich in die Höhe geschleudert. Ah, das war gemein. Ja. Ja, nur runterfallen jetzt. Okay, wow. So, ich habe noch. Bitte doch, ich brauche einen Checkpoint. Okay, und rauf da. Oh mein Gott. Na, da ist ja noch immer schon wieder so was Schweres. Oh Gott, wie soll's denn das bitte? Aber die bleiben relativ lange. Die bleiben relativ lange. Das wäre gerade gut, wenn die gerade.
Okay, bitte. So, jetzt lass mich doch einmal. Noch einmal. Also das ist ja krank, oder? Jetzt. Okay, da oben ist der Checkpoint. Okay. Gut, dann warte ich lieber noch. Ich warte lieber, bis die Stufen oben sind. Dann kann ich nur meine weiter nach vorgehen, weil vielleicht schaffe ich den Sprung sonst nicht, oder? Jetzt. Okay, ich bin oben mal. Okay. Ich bin oben. So, Checkpoint. Ich habe noch 4 Leben. Okay, das wäre ja machbar. Aber ich weiß nicht, wie lange geht das noch? 4 Leben noch. Okay. Wie gesagt, egal was passiert, wenn ich jetzt dann tot bin, dann ich mag es nicht noch einmal. Okay, der wirft auch. Wo muss ich jetzt da? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Okay, da ist versetzt. Ich warte mal, bis er geschossen hat. Oh Gott, das ist schwer. Jetzt kommt's raus. Immer wenn es rauskommt, schießt er. Okay. Okay, gut. Und jetzt? Das ist ja krank, oder? Na, es ist krank. Boah, das war jetzt Glück. Das auch. Oh Gott, ich weiß nichts mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Was, der bewegt sich jetzt? Na, es ist vorbei. Na. Nein! Ich hätte mich auf den konzentrieren sollen. Oh Gott, oh, das ist Wahnsinn, ne? Okay. Jetzt kommt er raus. Okay. Gut, jetzt da. Da haben wir gesagt, ja, das... Okay. So, da muss ich mich jetzt aber mehr am Ding konzentrieren. Also wenn er herkommt. Oh Gott. Nein, es ist schlimm. Und kein Checkpoint da, ne? Was? Die können... Wie soll's... Was? Die gehen gleich? Wie soll man denn das schaffen? Muss ich da, wenn ich drauf springe, sofort wieder, oder? Ja, das geht nicht, oder? Da muss ich sofort wieder springen. Was? Wie soll das gehen? Wie soll denn das gehen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt. Boah, das war knapp. Ich weiß nicht. Okay, das war beim Hergehen, ne? Na, es gibt's nicht, oder? Ich weiß nicht mehr. So, letztes Leben, oder? Und dann wird wahrscheinlich da vorne schon das Ziel sein, dann wahrscheinlich. Und ich schaff's gerade nicht wegen ein, zwei Hindernisse, ne? Aber mir ist so wurscht aus. Ich wundere, dass ich überhaupt zu weit komme. Na, jetzt schaue ich nicht aufs Timing. Okay, meine Lieben, egal. Weil stellt euch vor, jetzt müsste ich alles wieder machen. Na, aus. Okay, wir haben 40 Minuten knapp. Okay, es war gut. Ich werde jetzt noch diesen, tollen Gamer, muss ich wirklich sagen, zumindest was das Spiel betrifft, von anderen Spielen weiß ich es ja nicht, der hat jedenfalls ordentlich was drauf. Und ich werde das jetzt noch da kurz hinten anhängen und dann sage ich herzlichen Dank, ich melde mich dann nicht mehr. Genießt es jetzt noch einmal, also ich habe es jetzt so zusammengeschnitten dann, dass ihr den Gamer seht, ab dem Zeitpunkt mit den drei Professoren, ja, in dem Level, im Level. Und da hat er natürlich auch alle Kisten geholt und dann eben noch den Rest bis ins Ziel. Ja, genießt es, schaut euch einmal an, wie man es richtig macht. Genau, jetzt habt ihr euch wahrscheinlich eh schon knapp über 30 Parts angesehen, wie man es nicht richtig macht. Und dann ist das wenigstens ein krönender Abschluss. Okay, meine Lieben, herzlichen Dank.
für alle, die mir treu geblieben sind auf meinem Kanal, sich diesen Dreck mit mir durchgestanden hat. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich in einem neuen Projekt wieder und dann hoffentlich ein bisschen ruhiger und ja, auf das freue ich mich schon am meisten. Okay, danke, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal. Ba-da-ba!